Perspektiven für die deutsche Wirtschaft. Wachstum trotz Schuldenkrise? Im Gespräch der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Hans-Peter Keitel. Herr Keitel, die deutsche Wirtschaft zeigt sich als sehr robust in diesen Tagen, während die europäische Wirtschaft schwächelt oder sogar einige Länder in der Rezession sind. Was machen denn die Deutschen richtig? Nun gut, ganz können wir uns in Deutschland natürlich von der Wirtschaft in Europa nicht abkoppeln. In der Tat ist die deutsche Wirtschaft robust und man muss eigentlich sagen, in der Tat erstaunlich erfolgreich. Aber das wird sich zum Jahresende ein kleines bisschen abschwächen. Ich denke, auch im nächsten Jahr nicht ganz so gut laufen wie in diesem, einfach weil unsere europäischen Partner schwächeln. Der Großteil unserer Exporte geht in diese Länder. Wir sind wirtschaftlich sehr eng verflochten mit unseren Nachbarn. Das wird also negative Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft haben. Also sind die guten Zeiten auch für die Deutschen vorbei? Man kann das so sagen, wir sollten aber nicht übertreiben und nicht jammern. Dann ist es Jammern auf hohem Niveau, wenn überhaupt. Das ist ein kleiner Rückschlag, ein Rückgang, aber es ist kein Einbruch der Konjunktur. Welche Folgen hat denn die europäische Schuldenkrise für die Situation auch der deutschen Wirtschaft? Die schlimmste Auswirkung, die wir im Moment beobachten, ist die große Unsicherheit, wo wird das hingehen, wie lange wird das dauern, was wird das Ganze kosten. Die unmittelbaren Auswirkungen sind dagegen deutlich geringer. Aber wir alle wissen, dass nicht nur die Finanzmärkte, sondern auch die Wirtschaft, die Industrie nach Vertrauen sucht, dass sie in den Verhältnissen in Europa versucht herauszuspüren, wird der Euro stabil bleiben, welche Zukunft wird er haben. Und wir müssen dringend darauf hinarbeiten, dass wir diese Sicherheit gewinnen. Spüren Sie diese Unsicherheit gegenüber der Situation in Europa auch außerhalb? Also spüren Sie die zum Beispiel in Asien, Lateinamerika? Sie sind ja sehr viel unterwegs auch. Ich glaube, dass mehr die Hoffnung auch auf Deutschland gerichtet ist, dass wir das, was Europa immer geschafft hat, nämlich eine wirkliche Lokomotive zu sein, ein Schwerpunkt in der Welt zu sein, dass wir das wieder hinbekommen und dass die Deutschen dabei eine herausgehobene Rolle spielen. Natürlich schwingen die Angst mit, was passiert denn, wenn das nicht klappt. Aber da sind auch wir optimistisch. Wir brauchen einfach auch ein bisschen Zeit. Es gibt hier keinen Königsweg, es gibt keine schnellen Lösungen. Wir müssen jetzt einfach vertrauen, dass das, was längst entschieden und zum Teil unterwegs ist, auch an Rettungsmaßnahmen, an Konsolidierung, dass das auch wirkt. Deutschland hat ja milliardenschwere Bürgschaften übernommen. Können die Deutschen das schultern? Wir haben das ja bewusst gemacht. Und Deutschland ist ein Teil Europas. Wir können Europa nicht jetzt plötzlich alleine lassen. Das ist schon ein Akt der Solidarität, aber zu Solidarität gehört auch Solidität. Das heißt, wir müssen sehen, bis an welche Grenze kann das gehen. Es gibt keine Leistung ohne Gegenleistung und keine Hilfe ohne Kontrolle. Und unter Gegenleistung, um das deutlich zu machen, verstehen wir die Zusage, die Haushaltsstrukturen, die Verschuldung massiv anzugehen, für eine bessere Wirtschaft in den Ländern zu sorgen und die Haushaltsdefizite konsequent zurückzuführen. Sie haben von der Schmerzgrenze gesprochen. Wo ist denn da die Schmerzgrenze auch bei den Bürgschaften für die Schulden anderer Länder aus Ihrer Sicht? Ich glaube, es gibt keine Schmerzgrenze, die man in Zahlen bemessen kann, sondern wir müssen immer sehen, dass wir letzten Endes die Schwierigkeiten nicht wegkonsolidieren, nicht wegdiskutieren, nicht wegstrukturieren können. Das alles sind Voraussetzungen, dass die Wirtschaft in den einzelnen Ländern wieder wächst. Dass wir, was wir sagen, eine wirtschaftliche Konvergenz in der Eurozone haben, dass sich also die Leistungsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften aufeinander zubewegt. Und je schneller und je intensiver das geht, desto weiter liegen auch die Grenzen, in denen man helfen kann. Wir brauchen in der Tat originäre Wirtschaftsleistung, um das Ganze zu überwinden. Die Rolle der Europäischen Zentralbank in der europäischen Schuldenkrise ist eine ganz wichtige und die Bedeutung der EZB wächst. Sehen Sie das auch mit ein bisschen Besorgnis? Ja, man kann schon Besorgnis sagen, deshalb, weil wir genau sehen müssen, dass hier nicht Grenzen überschritten werden. Die Europäische Zentralbank hat zuvorderst auch die Aufgabe, für die Geldwertstabilität zu sorgen. Nun ist Inflation in Deutschland auch ein emotional belegtes Thema. Das heißt, wir sind immer dann, wenn es um Geldwertstabilität besonders aufmerksam geht. Wenn die EZB glaubt, in ihrem Rahmen, der ihr zusteht, darüber hinaus auch Maßnahmen ergreifen zu können, wie zum Beispiel den Aufkauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt, dann müssen wir genau prüfen, unter welchen Konditionen das geht. Denn auch hier muss gelten, keine Leistung ohne Gegenleistung. Haben Sie auch ein bisschen die Befürchtung, dass die EZB zu mächtig wird? Nein,
Ich glaube, alle Zentralbanken sind unabhängig und damit mächtig. Und ich halte viel von politisch unabhängigen Institutionen. Also ich glaube nicht, dass das eine Frage der Machtverteilung ist. Aber ist der Einfluss der Politik nicht schon sehr groß in der EZB? Wir müssen darauf achten, dass er eben eigentlich gar nicht erst entsteht. Die EZB ist per Satzung, per Dekret eben unabhängig und das muss sie bleiben, genau wie die Deutsche Bundesbank. Ist denn die Eurokrise im Moment das größte Problem für die deutsche Wirtschaft? In der Tat, es ist das größte Problem. Wenn wir sehen, was wirkt sich tagtäglich aus, dann gibt es andere, die ähnliche Dimensionen haben, wie beispielsweise die Energiewende, die Energiepreise, die Energiesicherheit. Aber wenn wir das Damoklesschwert über uns sehen, der Eurokrise, dann ist das die größte Bedrohung, die hoffentlich nicht eintritt. Wie wird denn die Eurozone in 10 Jahren aussehen? So wie heute? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sie beinhaltet ja die Architektur der Eurozone. Ich will zuerst mal positiv sagen, ich bin sehr überzeugt, 100% kann man nicht sagen, aber 99, dass wir in 10 Jahren den Euro haben werden und dass es in 10 Jahren eine Eurozone noch geben wird. Weil viele behaupten ja, das stünde zur Diskussion. Glaube ich nicht. Ich meine aber, dass die Eurozone eine etwas andere Architektur haben wird. Wie zum Beispiel? Wir haben derzeit keine Möglichkeit, konstruktiv über eine Veränderung der Eurozone in dem Sinn nachzudenken, dass ein Staat auch freiwillig und unter vernünftigen Konditionen dort auch wieder ausscheiden kann. Denn es kann durchaus Situationen geben, wo das für alle Teile das Beste ist. Die sehe ich im Moment übrigens, um es klar zu sagen, für Griechenland nicht. Denn wir sind im Moment in der Krise. Da kann man nicht über das Ausscheiden reden. Aber wenn es für alle Teile besser ist, muss es auch eine Möglichkeit geben, im Einvernehmen die Architektur der Eurozone nicht nur auszuweiten, sondern auch einzuschränken. Wann wäre so ein Punkt zum Beispiel für Griechenland? Ich mache das deutlich an einem Unternehmen. Ein Unternehmen würde eine Tochtergesellschaft niemals dann aus dem Konzernverbund entlassen, wenn es ihm nicht gut geht, sondern würde versuchen, dieses Tochterunternehmen zuerst wieder an den Markt heranzuführen, um dann eine wirkliche Entscheidung treffen zu können im Einvernehmen aller. Und das ist in Griechenland mit Sicherheit kurzfristig nicht der Fall. Als Unternehmen muss man sich ja auf alle Fälle vorbereiten. Sind denn deutsche Unternehmen auch darauf vorbereitet, wenn die Eurozone auseinanderbricht? Gibt es da Modelle, Szenarien? Ich habe Ihnen gesagt, ich bin voll überzeugt, dass wir kein Auseinanderbrechen der Eurozone haben werden. Um unrealistische, hypothetische Fälle auch mit zu behandeln, das ist nicht Plan B, sondern das ist Kaffeesatzleserei. Ich glaube, es ist viel vernünftiger, wenn wir uns auf die unterschiedlichen Szenarien der Stärke, der Größe des Euro einschießen, dass das unsere wirkliche Thematik ist und da sind alle Unternehmen natürlich dran. Der Bundesverband der deutschen Industrie kritisiert ja auch die Rahmenbedingungen in Deutschland. Sie sagen, dass die nicht immer ideal sind. Was ist denn Ihre Hauptkritik? Ich kann das wieder festmachen an dem Thema Energiewende. Dieses war eine abrupte politische Wende. Es wurde vieles auch emotional entschieden. Wir haben jetzt ein Jahr über die Energiewende intensiv diskutiert, aber im Wesentlichen diskutiert. Wir haben auch viele Erkenntnisse dabei gewonnen und wir müssen jetzt dran gehen, das umzusetzen. Denn wir können einen Anstieg der Strompreise, der Energiepreise in Deutschland nicht einfach zusehen. Wir sind längst am oberen Rand dieser Preisgestaltung. Aber Ökonomie und Ökologie muss nicht zwangsläufig ein Widerspruch sein, oder? Das haben wir auch in den vergangenen Jahren ja stets bewiesen. Aber wir müssen beides mit Augenmaß machen. Das heißt, Sie meinen, die Rahmenbedingungen stimmen nicht so richtig, um diese Energiewende jetzt auf den Weg zu bringen in Deutschland? Wir haben ja einfach mal Kernkraftwerke abgeschaltet, 8 an der Zahl. Das war die einzige konkrete Maßnahme, die seither getroffen ist. Wir haben uns aber nicht verständigt, wie beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien in diesem neuen Szenario vernünftigerweise erfolgen soll. Wir tun so, als wäre immer noch das gültig, was wir vorher vereinbart hatten. Wir haben ein erneuerbaren Energiengesetz, das uns unglaubliche Zusatzkosten deshalb beschert, weil die deutsche Regierung, weil die deutsche Politik und damit wir als Verbraucher erneuerbare Energien weit über das Maß hinaus fördern, was notwendig und richtig ist. Und an dieser Stelle müssen wir dringend korrigieren, sonst bekommen wir Energiepreise, die den deutschen Standort aus dem Wettbewerb schießen.
Trotzdem schaut ja die Welt durchaus auf Deutschland, schaut, ob wir Deutschen das schaffen. Ist nicht die Energiewende auch eine enorme Chance für die Industrie, um neue Märkte zu entwickeln und neue Produkte vielleicht auch zu entwickeln? Also lassen Sie mich das mal plastisch sagen. Wenn die Welt auf uns schaut, weil wir am Hochseil fantastische Salti springen, dabei aber ständig Gefahr laufen, dort auch abzustürzen, dann ist das, sagen wir, dann ist mir die Bewunderung eigentlich relativ egal. Wenn die Welt auf uns schaut, weil wir mit Kraft, mit Eleganz, mit allem, was wir können, in der Tat eine schwierige Aufgabe lösen, sagen, bravo, das macht ihr hervorragend, wir erarbeiten uns damit Chancen für den Weltmarkt, dann lasse ich mir den Applaus gerne gefallen, aber wir müssen bei dem bleiben, was wir tatsächlich auch substanziell schaffen wollen und nicht beginnen, Kunststücke für die Kulisse zu machen. Welche Zeitspanne halten Sie denn für realistisch, um die Energiewende zu schaffen? Also ich entnehme Ihren Worten, dass Sie denken, die Zeit ist auch viel zu kurz. Wir haben zwei Dinge. Das eine ist, wir haben Zeithorizonte festgelegt, die liegen bei 2020, 30, 50. Ja. Nur alle, das ist relativ lang, je nachdem, wo man hinschaut. Nur, wenn wir jetzt nicht ganz kurzfristig anfangen, wenn wir weiter diskutieren, wenn wir jetzt nicht beginnen, das auch alles umzusetzen, dann ist auch 2020 ein unglaublich knapper Termin. Wir wollen diese Termine schaffen, also bitte morgen dran. Also Energie im Moment ist noch viel zu teuer in Deutschland. Das ist ja, die ist nicht nur mehr, die ist schon jetzt viel zu teuer. Und wenn wir so weitermachen, wird sie noch viel teurer. Das können wir uns nicht leisten. Herr Keitel, Ihre Amtszeit als BDI-Präsident endet ja in diesem Jahr. Haben Sie das geschafft, was Sie schaffen wollten? Ich kann ja nur als Klassensprecher der Industrie das vertreten, was die Industrie insgesamt interessiert. Und ich glaube, wir haben am Tag der Industrie gemerkt, dass die Politik sehr genau auf das hört, was wir sagen. Wir können nicht erwarten, dass alles eins zu eins umgesetzt wird. Aber ich glaube, es ist schon sehr deutlich geworden, dass unsere Stimme Gewicht hat. Und das ist ja das, wofür ich antrete. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke.